Und damit willkommen zurück zu Space Engineers hier an diesem wunderschönen Sonntag oder vielleicht auch schon Montag. Immerhin ist heute das WM-Finale und ich weiß nicht, ob ich noch zum Schneiden komme, denn man will sich ja den ganzen Spaß auch noch anschauen und ne? Ich möchte nichts versprechen. Ja, wir sind hier in der Basis und das Wetter heute ist wunderschön, alles schwebt so ein bisschen daher. Ja. Nichts Außergewöhnliches, im Gegensatz zu hier, denn hier donnert's gerade gewaltig. Ich hoffe, man hört's nicht. Es ist wirklich kein schönes Wetter. Man möchte nicht hier sein, man hat Angst. Ich habe Angst. Verdammt, hol mich hier raus, bitte. Ja. Okay, cool. Und was natürlich jetzt auch bedenklich ist, neben dem Wetter, ist die Tatsache, dass ich eigentlich schon zwei Folgen aufgenommen hatte, vor dieser, die jetzt nicht erschienen sind. Und das Ding ist, wir haben den Reaktor fertiggestellt. Ja, das ist gut. Guter Einsatz. Und diesen hier abgebaut. Und mit diesem Schiff haben wir auch einiges getan. Das war vielleicht eine Mission, die ich da hatte. Meine Fresse, denn ich brauchte ja Silber, ne, um Reactor Components herzustellen und dieses Ding fertigzustellen. Und die Sache ist die, ich hatte keinen Bock, hier irgendwie rum zu grinden. Und deshalb bin ich zurück zur alten Basis geflogen mit meinem Jetpack da hinten, hab dieses Schiff aufgesammelt, bin zum roten Schiff da unten geflogen, da sieht man es vielleicht ganz, ganz klein, und habe dort versucht, noch ein paar Reactor Components zu bergen. Das hat ewig gedauert, weil, hier konnte man die nicht reintun. Ich hatte natürlich keine Kapazitäten und deshalb habe ich da oben was rangebaut. Und das war der Krampf, denn hier, dieses Ding zu bauen, hat einfach nicht funktioniert ohne Materialien, und dann musste ich mich auf die Suche machen in diesem Schiff nach Komponenten, um dieses Ding fertigzustellen und alles hier reinzutun. Und dann hat es dann irgendwann funktioniert nach zwei Folgen. Ich bin nach Hause geflogen, hab das Ding hier fertiggestellt, ausgeräumt, umgeräumt, und jetzt bin ich hier. Was für eine klasse Geschichte, und ich habe noch nichts geschafft bisher. Das ist wirklich toll. Das ist wirklich unglaublich toll. So, warte mal, ich versuch mal hier was. Kobalt. Kobalt in 13 Metern, was natürlich scheiße ist. Ich habe mir nämlich Folgendes überlegt. Wenn wir jetzt hier ein bisschen reinbohren, ne, ein bisschen reinbohren, hier mit dem Bohrer, könnten wir theoretisch so lange bohren, bis wir auf der anderen Seite wieder rauskommen. Draußen quasi, im Weltall. Und dann baue ich da so einen riesen Hangar rein. Das ist der nächste Schritt, einen riesen Hangar bauen, ja. Und danach quasi, wenn der Hangar steht, mache ich mich daran, ein Mutterschiff zu bauen. Ein Schiff, mit dem ich umherfliegen kann und zum Beispiel Mining Transports einsammeln kann. Ne? Und dann fliege ich damit nach Hause und nehme sie ganz langsam und genüsslich auseinander. Ist das nicht eine tolle Idee? Ich denke schon. Die Sache ist nur die, wenn ich jetzt weiterhin so quatsche, werden wir niemals fertig und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Beacon ist auch neu, oder? Ist die neu? Ich denke, die ist neu. Die ist sowas von neu. Ja, ich wusste es doch. So, verschaffen wir uns einen Überblick. Können wir jetzt hier irgendwie durch? Ah, es ist so bitter. Man könnte so einfach durchbrechen, wenn das hier alles nicht Erze wären, die man brauchen könnte. Ach, das ist doof. Das ist blöd. Blöd gehandelt. So, packen wir kurz mal das hier rein. Sehr schön, ausgezeichnet, fabulös, ultra geil. Klasse. So, schauen wir mal hier draußen. Das Ding können wir auch auseinandernehmen, das braucht kein Mensch mehr. Warte mal. Das tue ich jetzt auch so gleich, denn ganz ehrlich. Das war echt ein Krampf. Oh Gott. Gut, wir haben jetzt hier einen riesen Felsbrocken auf der Plattform. Ist angenehm. Sehr, sehr angenehm. Hier ist der Small Cargo Container. Hier kommt alles rein. Können wir es hier reintun? Och Mann, jetzt muss ich das alles hier von Hand reinziehen. Das ist nicht so cool. Das Lied ist vorbei. Das Lied ist vorbei. Leute, es ist vorbei. Was kommt jetzt? Hallo? Warte mal, ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Intruders? Nein, danke. So, Refinery.
Gut, was ist denn das jetzt? This ain't Hollywood. Oh Gott, warum denn nicht? Ich wäre gerne in Hollywood. Im Weltall. Weltall-Hollywood. Bitte. So, das kommt hier noch rein und das kommt hier noch rein und alles ist bestens. Wir sind versorgt mit allem, was wir uns wünschen. Ganz, ganz ausgezeichnet. Oh ja, das ist toll. Und natürlich, die Alternative zum Mutterschiff und zu den Arbeiten im Asteroiden wäre natürlich, dass wir uns so ein Standardschiff bauen, weißt du, so ein Standardschiff. Und dann bauen wir uns vorne so Aufsätze dran, so wie es einfach mal jeder macht heutzutage. So richtig schön Mainstream und überhaupt nicht kreativ. Das mache ich, glaube ich. Das wird was, das wird was. Und ich hoffe, das schaffe ich auch. Ich denke, wir haben auch genug Materialien, um das alles irgendwie hinzukriegen. Warum dauert denn das so lang hier, Mann? Ich will einfach nur fertig werden jetzt. Und ich glaube, es wird auch ein großes Schiff. Ein großes, schönes Schiff. Das ist ein komisches Lied. Ein ganz schön komisches Lied. Frag mich nicht, was das hier zu suchen hat. Komm schon, okay. Und wo wir gerade mal dabei sind, werde ich diese Plattform ein wenig erweitern, denn es ist ein bisschen wenig Platz hier, ein bisschen wenig. Ein klein wenig, zu wenig. So. Und wir müssen auch mal schauen, dass wir alles hier einfärben. Das wäre doch mal was, das wäre doch mal was, das wäre toll. Ich hätte Bock auf ein paar Farben. Farbenfrohes Getingle. Hier in dieser Basis. So, sieht doch gut aus. Runter mit mir und dann geht's weiter. Du verdammter großer Thruster. Dich mag ich nicht mehr. Du musst weichen, verschwinden und sterben. Vor allen Dingen. Ganz klar. So, ne? Weg ist er. Meine Energy ist low und es laggt mal wieder gigantisch, weil die Welt immer mal gesaved werden muss. Finde ich ja auch nett. Aber ich spiele mit dem Gedanken, diese Autosave-Funktion einfach mal auszustellen. Das kann es ja so nicht sein, dass ich hier immer wieder am Laggen bin und, ja, das ist nicht cool. Und da fällt mir Folgendes ein, wo wir gerade hier am Medical Room gestanden haben. Oh Gott, das war gerade schwer auszusprechen. Bevor ich hier aufgenommen habe, da war ich unterwegs hier im Weltraum und habe ein bisschen rumgespielt mit Dingens, du weißt schon, mit meinem Jetpack. Und habe festgestellt, aus irgendeinem Grund, quasi aus unerfindlichen Gründen, funktionieren meine Dampeners nicht mehr so gut. Und dann bin ich direkt mal ein bisschen rumgeflogen und mit 20 Meter pro Sekunde einfach mal voll gegen die Wand geklatscht, weil ich einfach nicht abgebremst habe und dann war ich tot. Am Anfang der Folge habe ich erstmal gelacht und zu mir gedacht, ja toll, nochmal von vorne laden, das geht ja so nicht. Auf der anderen Seite hätte ich es wohl zeigen sollen. Ich meine, wer sieht mich nicht gern sterben, ganz ehrlich. Ach Gott. So, komm schon. Das muss laufen. Gut. Ich habe das Gefühl, dieser Handgrinder, der taugt nichts. Der taugt einfach mal gar nichts. Null. Da bin ich fest davon überzeugt, dass das kein guter Grinder ist. Nicht mal ansatzweise. Nein. Ja, und der Gnom kommt auch in einer der nächsten Episoden vorbei und sagt, hey, eigentlich wollten wir ja heute noch irgendwas machen, aber ja, so wie es nun mal ist, ist er nicht da, ne? Hat wohl Besseres zu tun. Ich weiß ja auch nicht. Als ob er das sehen würde. Ich denke nicht. Deshalb kann ich jetzt heimlich lästern. Oh, guck dir mal den Gnom an, Alter. Guck doch mal, was der mal so macht. Nein, Quatsch, ist doch alles toll. Da kann man gar nicht lästern. Das ist nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ich habe noch ewig viel Platz. Ich könnte hier so ein ganzes Schiff einfach so bauen. Ohne Probleme. Und die Frage ist natürlich, wie sieht denn das aus? Baue ich wirklich ein großes Schiff? Wie heißt's denn? Als Basisschiff, wo man dann alles andere andockt. Ich bin mir gerade nicht sicher, reicht auch ein kleines? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, überhaupt gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Eventuell
erkundige ich mich da nochmal ein bisschen, bevor ich loslege. Und dann machen wir das in der nächsten Episode. Das wäre doch was. Immerhin sind wir schon bei 10 Minuten, in denen wir nichts geschafft haben. Nichts haben wir geschafft. Thema To-Do-Listen. Wertlos. Ganz offensichtlich. Ich meine, ich habe mir aber auch wirklich gar nichts vorgenommen heute. Also gar nichts. Ich wollte einfach nur eine Folge aufnehmen. Bleib doch mal stehen, du Scheiß! Gut. So ist es gut. Jetzt kommt das noch weg. Dieses monströse Ding. Dieser Grinder. Und dann läuft das. Dann läuft das alles, wie es laufen soll. Ja, das ist schön. Und ich hoffe, die Musik hat heute auch die richtige Lautstärke. Nicht so wie sonst immer, ne? Da ist ja mal ein bisschen leise. Und jetzt kommt sie mir teilweise zu laut vor, sodass ich fast brüllen muss. Durchweg. Endloses Gebrüll. Ich weiß gar nicht, warum wir hier so schreien. Ah. Na gut, solange ich nur ein bisschen übersteuere, geht's ja klar. Ne? Könnte schlimmer sein. Könnte echt schlimmer sein. Gott, ich brauche echt so eine Einrichtung, wo ich Schiffe schneller auseinandernehmen kann. Und ich hätte gerne... Also ich hätte gerne ernsthaft so eine Plattform, ne? So eine Plattform, stell dir vor, Plattform. Und dort gibt es so einen Roboterarm, ja? Da sind ganz viele Grinder dran und den kann ich schön bewegen und dann läuft das. Dann läuft das und mit diesem Arm grinde ich dann quasi die ganzen Schiffe ab. Das wäre doch ultimativ. Hier ist der Eingang. Hallo, was geht denn ab hier? Ich sitze im Cockpit. Schön, ich gehe wieder raus. Weg mit diesem Scheiß. Oh, Gottes Willen. Da pustet mir die Tuba ins Ohr. Oder was auch immer das ist, ne? Was auch immer das ist, man weiß es nicht. Was ist denn das jetzt gewesen? Oh Gott, es ist so aufregend hier. Ich entschuldige mich inständig, dass hier wirklich gar nichts passiert, ne? Also, wirklich gar nichts. Und meine Suit Energy ist low. Life Support Systems may fail. In kürzester Zeit, also ich sollte mal gucken, dass ich wieder in den Medical Room komme. Oh, meine Fresse. Gut. Gut, gut, gut. Perfekte Musik. Super geil. Ich freue mich so. Hilfe! Hört das mal auf. Ich kann nicht mehr. Gut. Das ist doch echt nice. Das ist doch echt nice. Da sagt mal einer, MP3-Player im Weltraum sind überbewertet. Jetzt hat's draußen geknallt. Scheiße, die knallen jetzt schon. Dabei hat das Spiel noch nicht mal angefangen. Diese verdammte WM. Das kommt jetzt Memories of Geisha. Ich erinnere mich an die Geisha, als wäre es gestern gewesen. Mensch, da war ich mit der Geisha unterwegs, ja. Hab mich draußen in den Park gesetzt und gesagt, Geisha, du bist schon toll. Dich mag ich. Und dann hat sie gesagt, nö, läuft nicht. Bin vergeben. Der wird sonst eifersüchtig. Und dann, na gut, haben wir es gelassen. Was für ein Bullshit. So, das kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt dort rein, das kommt wiederum hier rein, das kommt genau hierher. Computer sind immer cool, Motoren sind wichtig, Small Steel Tubes sind klein, das kommt hier auf diesen Haufen, Metal Grids haben wir 5, das ist kein Problem für uns und hier sind wir auch schon durch. So schnell geht das, so schnell geht das, super. Ah, irgendwie vermisse ich dieses kleine Schiff ja doch schon. Ich brauche... Mist. Ich brauche Steel Plates. Komm mal her, du. Komm mal her, Steel Plates. 399 nehme ich alles an mich und dann kann's losgehen. Hier. Diese Blöcke werden noch fertig geweldet und dann... fängt die Geisha an zu singen. Genauso wie damals im Park. Weißt du, man kann sich nicht mit ihr unterhalten, sie singt einfach nur die ganze Zeit. Hey, hast du Bock auf einen Hotdog? Und das ist ihre Antwort. Nun gut, es ist ziemlich schwierig, dort ernsthafte Themen anzusprechen, das ist klar, ne? Aber so ist es mit den Geishas heutzutage. Die stellen sich halt an. Meine Güte, rede ich heute einen Bullshit! So muss es sein, so muss es sein! Zurück zu alter Stärke. Jawohl.
sieht doch alles bestens aus. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Bis auf die Tatsache, dass alles viel zu langsam vonstatten geht. Das ist natürlich jetzt ein Manko. Ne? Ein großes Manko. Mann. Und da leckt es schon wieder. Immer wird's gespeichert. Ach, jetzt ist es auf einmal wieder hier. Was ist denn los? Where were you? Wo warst du? Heißt dieses Lied. Die Frage ist, wo war ich nicht? Wo war ich nicht? Zum Beispiel unterwegs. Ich war nicht unterwegs, auf keinen Fall. Ich war immer nur hier und hab Scheiße gebaut. Komm nicht voran. Aber danke, dass du nachfragst. Lied. Sehr schön. Ich denke, ich will das nicht hören jetzt. Ich will das nicht hören, weißt du? Da sage ich nee. Nee, danke. Weiter. Das ist unglaublich. Wirklich? Hallo? Wie kann man denn hier bitte schlecht drauf sein? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Construction Components und Metal Grids. Oh, wieso? Mann. Man braucht echt viel zu viel von allem. Das ist doch hier das. Und das ist das. Ich brauche mehr davon. Hier, Metal Grids. Construction Components. Rein in diese Treppe. In die Wertetreppe. Gut, die Treppe ist fertig. Ich brauche gar keine Metal Grids. Fällt mir gerade auf. Überhaupt gar nicht. Kann das sein? Ist das möglich? Ich denke schon. Gucke mal. Mal sehen, ob das so funktioniert. Ob wir wirklich gar keine Metal Grids oder Small Steel Tubes brauchen. Ha! Unglaublich, leck mich fett. Wer hätte das gedacht? Dass diese Treppen so einfach sind, so simpel. Sie passen so gut zu mir. Und dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Farbe reinbringen heute. Und dann war's das. Dann war's das natürlich, dann war's das. Wir sind ja auch schon wieder bei 17 Minuten. Also bitte, das gibt's doch gar nicht. Unproduktivste Folge ever. Wirklich, mit Abstand. Diesen Hut kann ich mir anstecken, beziehungsweise aufsetzen. Ich meine, wieso sollte ich mir einen Hut anstecken? Das geht doch gar nicht. Es sei denn, es ist ein Hut mit einer Stecknadel und sowas will man nicht auf dem Kopf haben. Oh Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. So, warte mal. Ich möchte diesen Block. Nehme die... Alter, das ist nicht gut. Wie kann ich denn die Farbe annehmen? Wie war denn das nochmal? P? So. Okay. So. Das passt bestens. Also ganz ehrlich. Das ist so gewollt. So. Und damit haben wir hier so ein schönes Muster. Das Schwarz wird weitergehen. Warte mal, kann man das nicht so machen? Nein! Das wollte ich jetzt so nicht. Shift. Oh, jetzt ist alles schwarz. Das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Um Gottes Willen, nein. Vielleicht doch. Vielleicht ja doch. So. Warte. Hallo. Come on. Was ist denn los jetzt hier? Ich möchte diesen Block schwarz färben. Ach, um Gottes Willen. So, da muss ich mal kurz nach unten. Warum ist denn jetzt hier alles schwarz? Ich muss mal hoch hier. Und dann hier und dann hier. Das war's. Ich glaube, das war's. Also, dass jetzt alles schwarz ist, das verwirrt mich so ein bisschen. War nicht meine Absicht, ganz ehrlich. Auf der anderen Seite... Ist das dämlich? Das mag ich echt nicht. Moment. Wir packen mal noch ein bisschen was anderes rein. Zum Beispiel hier so ein ekelhaftes Grün. Pass auf. Das wird's. Zum Beispiel so. Und so. Und dann hier so. Auf einmal ist alles grün. Oh Gott. Oh Gott, pass auf. Wir müssen uns jetzt langsam mal einigen, was wir für eine Farbe haben wollen. Ich denke, wir machen alles mal... wir machen alles rot. So. Ein bisschen dunkler. Besser. Ein bisschen so. So, das ist gut. Gutes Rot. Schwupp. Schwupp. Und dann hier nochmal ein bisschen. Und dann da nochmal ein bisschen. Alles hier. Alles ein bisschen rot machen. Höh! Fast wäre ich gestolpert und gestorben. Für immer. Ich meine, ich kann nicht nur kurz sterben. Ich bin für immer tot. Wir sind doch hier nicht bei diesem Film. Weißt du, hier Edge of Tomorrow. Das war vielleicht ein Ding. Mann, da habe ich gelacht. Ganz ehrlich, das war irgendwie lustig. Wieso kann ich die nicht einfärben?
Wieso kann ich Container und so nicht einfärben? Geht das anders? Sag mal, wie geht denn das? So. So, und das war's. Alles ist so ein bisschen rot und cool und bestens und toll. Und ich denke... Warte kurz. Entschuldigung. Funktioniert das, wenn ich jetzt hier so einen schwarzen Weg langziehe? Der schwarze Weg ins Nichts. Hier hinten hin. Bis nach vorne. Diesen Block erreiche ich wohl nicht. Vielleicht doch, warte. Vielleicht doch. Vielleicht ist das Nein nicht von hier. Nicht von hier. Ich muss ihn von unten erreichen. Von unten. Komm schon, da muss ich rankommen. Ja. Bestens. Okay, gut. Das war's. Das ist unsere letzte Aktion gewesen. Wir sind jetzt schon wieder bei 21 Minuten, was unglaublich ist, wenn man bedenkt, was hier eigentlich so passiert ist. Und dann geht es in der nächsten Episode weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.